Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Und in diesem Video signiere ich ganz viele Autogramme. Die gibt's nämlich jetzt aufgrund der Black Friday Aktion zu jeder meiner Buch- und Kalenderbestellungen in meinem Onlineshop auf anitagirlytainment.de. Und ich dachte, ich unterschreibe dir jetzt hier und quatsche so ein bisschen mit dir. Ich bekomme auch immer super nette Nachrichten, wenn ich meinen Podcast aufgenommen habe und dann Leute mir erzählen, wie entspannt sie das finden oder dass sie das gerne dann auch zum Einschlafen und sowas dann auch anhören, wo ich dann teilweise dann nicht weiß, okay, ist das jetzt, weil ich so einschläfernd bin oder weil es halt doch irgendwie angenehm zum Anhören ist. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, und jetzt dachte ich, jetzt mache ich das hier auch mal so auf meinem Blogkanal, indem ich jetzt hier diese Autogrammkarten unterschreibe. Die sind hier von meiner Arbeit, von Krone Hit. Bei diesem Radiosender arbeite ich. Da bin ich jeden Tag in der Früh zu hören, von 5 bis 9 und dann auch am Sonntag von 22 Uhr bis Mitternacht. Da habe ich eine eigene Talkshow, die heißt Absolut Anita, Girly Talk Deluxe. Und da gibt es die Autogrammkarten aktuell zu jeder Buch- und Kalenderbestellung in meinem Onlineshop auf anitagirlythemen.de. Also wenn du Lust hast, dir, keine Ahnung, jetzt mein Buch zu holen, oh mein Gott, ich habe ein Pferd gewonnen, was nun? Ich liebe dieses Buch, ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, die ich habe und die ich selbst gemacht habe, wo du einfach so viel mitbekommst über meine Stute Wunschtraum. Als ich sie gewonnen habe, da habe ich alles nochmal ganz genau gezeigt. Und es gibt ganz, ganz viele Tipps und Tricks und auch wie andere zum Beispiel gewonnen haben. Also dieses Buch ist wirklich so mein Herzensprojekt. Ich mag das richtig, richtig gerne. Und das findest du in meinem Onlineshop. Also wenn du das holst, natürlich mit gratis Versand auf all meine Bücher. Dann gibt es auch jetzt hier einen von mir in diesem Video unterschriebenen Autogramm dazu. Also alle, die ich jetzt hier unterschreibe, die gibt es definitiv dann zu meinen Bestellungen jetzt. Ab heute, solange der Vorrat reicht. Black Friday Aktion hier in meinem Onlineshop. Und das Gute ist ja auch, dass jetzt zum Beispiel im Lockdown in Österreich, das ist jetzt nicht das Gute, aber dass man da zum Beispiel jetzt nicht vor die Haustür gehen muss, sondern das einfach jetzt hier auch mit gratis Versand bekommt. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und hier in den umliegenden Ländern. Also check dir das sehr gerne aus. Hashtag Eigenwerbung. Und ich habe ja für dieses Jahr, habe ich ja mich komplett zurückgehalten. Ich habe ja die letzten Jahre ja sehr, sehr viele Bücher herausgebracht und sehr viele Projekte gemacht. Es hat mir extremst viel Spaß gemacht, aber es ist extremst energieraubend und habe mich dieses Jahr nur für ein Projekt entschieden. Das zeige ich dir jetzt gleich nochmal ganz kurz. Und zwar für dieses Jahr gibt es nur eine Sache und die ist eigentlich schon fast ausverkauft. Eigentlich eh blöd, wenn ich dir das jetzt zeige. Ich zeige dir jetzt mal den Probedruck. Und zwar hier meinen Wandkalender fürs Jahr 2022. Ey, ich habe ihn jetzt eigentlich gar nicht gezeigt, weil eigentlich ist er schon fast weg. Deswegen, es lohnt sich da jetzt gar nicht mehr eigentlich. Also ich glaube, sobald du dann schon drauf schaust, kann es sein, dass er auch dann gar nicht mehr da ist. Aber das ist so das Projekt, was dieses Jahr bei mir angestanden hat. Und ich dachte, nachdem wir uns jetzt wegen Corona auch so wenig gesehen haben, normalerweise mache ich halt schon gerne auch ein paar Zuschauertreffen. Ich hatte auch mal Porzellinchen mit beim Zuschauertreffen. Das war richtig, richtig toll. Und nachdem das dieses Jahr so ein bisschen schwierig war wegen Corona und letztes Jahr war es auch schwierig, aber letztes Jahr haben wir es sogar durchgezogen. Das war auch echt heftig. Hat alles gut geklappt. Ich hatte da ein bisschen Sorge, aber die von der Messe waren halt einfach super gut. Die haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und sind auf alle meine Wünsche eingegangen und das war richtig schön. Ja, und somit war das letztes Jahr möglich, dieses Jahr leider nicht. Und deswegen, finde ich, ist es zumindest so eine kleine Aufmerksamkeit, die ich dir jetzt irgendwie da so mitschicken kann. So eine Kleinigkeit, dass ich dir jetzt hier so eine Autogrammkarte dazu schicke zu deiner Bestellung einfach. Außerdem gibt es dann auch noch in meinem Merch-Shop gibt's auch noch eine Neuerung. Und zwar zwei neue Weihnachtsmotive mit meinen Ponys, mit meinem neuen Pony Brillant. Der kleine Wanderpokal, den ich da aus Einzelhaltung gekauft habe und rausgekauft habe. Da gibt es ein mega süßes Weihnachtsbild. Und dann gibt es auch noch ein Gruppenfoto mit meinen erwachsenen Mini-Shettys, mit meinen drei Stuten und auch mit dem kleinen Mann. Und das war richtig schön. Also ich bin sehr, sehr happy darüber. Und ich bin gespannt, wer sich da was gönnen wird, weil jetzt auch am Black Friday heute gibt es noch minus 25% auf alles in meinem Merch-Shop. Und in meinem Merch-Shop sind halt da die ganzen Hoodies und T-Shirts und so. Da ist irgendwie alles davon drinnen.
Ja, und jetzt unterschreibe ich hier. Draußen bei uns gibt es mega schönes Winter Wonderland. Heute hat es den ganzen Tag geschneit. Es war so traumhaft. Ich war auch heute zum allerersten Mal mit meinen Mini-Shetty-Fohlen draußen im Schnee. Die kennen ja gar keinen Schnee. Und das war das allererste Mal, dass die heute Schnee überhaupt gesehen haben. Ich habe natürlich dich auch mitgenommen und habe dann auch mitgefilmt. Und das zeige ich dir auch in den kommenden Videos hier auf meinem Vlog-Kanal. Das Witzige ist nur, dass ich Videos jetzt geschnitten habe vom Sommer, wo ich mit Glücksbärchen auf dem Bundeschampionat war. Und da sieht man mich, wo ich halt einfach ein T-Shirt und eine kurze Hose anhabe. Und das würde ich halt gerne jetzt demnächst dann online stellen auf meinem Hauptkanal. Und meanwhile schneit's bei uns. Und mir hat jetzt auch meine Hufbearbeiterin, die hätte heute kommen sollen, und Rubinescas und Escadas Hufe hätte sie ausgeschnitten. Die hat mir jetzt auch schon wegen dem Schneechaos abgesagt. Sie hat gemeint, sie kommt jetzt am Montag, heute ist Freitag, und ich so, ja, alles gut, das schaffen die Hufe auf jeden Fall. Also ich lasse die Hufbearbeiterin auch immer so ein bisschen häufiger kommen und ein bisschen öfters drüber schauen, damit dann einfach auch alles in Ordnung ist. Und deswegen, ob da jetzt sie ein paar Tage später kommt oder früher kommt, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Ich unterschreibe jetzt eigentlich immer auf dieser Stelle. Soll ich mal woanders unterschreiben? Also vielleicht bekommst gerade du jetzt genau diese Karte, wo ich jetzt hier so anders unterschrieben habe. Oder warte mal, ich unterschreibe jetzt hier mal da oben, bei dieser Krone. Vielleicht hast genau du jetzt genau diese Karte. So, da jetzt hier mal unten. Ich bin auch so eine, die hat eine eher große Schrift hat. Ich kann einfach gar nicht klein schreiben. Warte, ich mache mal hier so ein ganz, ganz kleines. So, so klein, glaube ich, habe ich bis jetzt noch nie unterschrieben. Also das ist bis jetzt meine kleinste Unterschrift. Also wenn ich normal unterschreiben würde, dann unterschreibe ich halt wirklich so. Ich liebe es, groß zu unterschreiben und so richtig so groß alles so herzumachen. Es war in der Schule auch immer schon so. Ich war nie so eine, die halt so eine kleine Schrift hatte, sondern eher groß. Und eigentlich der I-Punkt ist bei mir auch nie ein Punkt, sondern eigentlich immer nur so ein Kreis. Hast du da auch irgendwas ganz, ganz typische Dinge bei deiner Schrift? Das A habe ich eigentlich auch immer so gemacht. Nein, warte, ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich das A von meiner Sitznachbarin nachgemacht. Warte mal, das war so. Sie hatte da so ein rundes A. Das war sogar fast sogar noch ein bisschen runder. Meine damalige beste Freundin Andrea, so hat sie geheißen in der Schule. Und danach in der Oberstufe zu meiner Matura, und also zu meinem Abitur, war meine beste Freundin die Caro, mit der ich dann immer mega Spaß hatte. Und es war wirklich eine richtig tolle Zeit. Ich habe die Schulzeit sehr genossen und wir hatten eigentlich jeden Tag Spaß. Aber natürlich gab es auch Dramen, bei wem eigentlich nicht. Und wenn du in meinem Online-Shop vorbeischaust, meinen ersten Pferderoman, Kleine Hufe, große Trommel mit Porzellinchen, gibt es natürlich mit Gratisversand. Auch meinen zweiten extrem spannenden Pferderoman, Wilde Zeiten, treue Pferde, mit sehr vielen Dingen, die auch wirklich passiert sind. Oder auch mein Buch 150 Dinge, die du als Reiter machen solltest, mit ganz, ganz vielen mega schönen Bildern. Ich schlage jetzt einfach mal jetzt irgendeine Seite auf. Sagen wir mal die oder die. Oder die am Strand. Gott, mega schön hier da in Holland nämlich. Mit Sterntaler und mit Herzblatt. Mit den beiden war ich da. Außerdem gibt es noch in meinem Online-Shop dieses Buch. Das Pferdeausfüllbuch 1000 Fragen an dich. Das finde ich auch richtig schön. Die ganzen Designs von meinen Büchern, das hat alles meine Schwester gemacht. Die Fotos sind hier von Julia Higelsberger. Mega gute Fotografin, mache ich auch total gerne. Da. Aber alles rundherum hat meine Schwester gemacht, bin ich super happy. Das war meine Idee. Also ich habe ihr gesagt, wie ungefähr das aussehen soll, und sie hat es dann genauso gemacht. Und das Buch ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Das Foto finde ich auch so schön. Ich finde diese Bilder so schön. Eigentlich hätte das Foto auf der Titelseite sein sollen. Das Cover wäre das Coverfoto geplant gewesen. Aber eine Nacht, bevor das an den Drucker gegangen ist, haben wir uns umentschieden und haben dann das genommen. Also dieses Foto war, ich glaube, ein halbes Jahr schon fix von mir eingeplant. Und dann eine Nacht vorher haben wir uns dann für das entschieden. Eine Nacht vorher, es war crazy. Und dieses mega schöne Bild und genauso auch dieses Bild und viele Bilder aus diesem Buch sind von Julia und Clemens Trimmel. Die machen auch richtig schöne Fotos. Also, und da gibt es auch ganz, ganz viele Fotografen drinnen in Österreich und Deutschland, die ich dir sehr empfehlen kann.
Okay, ich werde jetzt hier mal weiter unterschreiben. Ich habe hier noch so einen richtig fetten Karton mit ganz vielen Autogrammkarten, die ich hier noch kistenweise hier unterschreiben werde und dann dazu packen werde zu den aktuellen Bestellungen. Also wenn du eine haben möchtest, das Ganze ist natürlich limitiert. Also es sind jetzt nicht unendlich viele Autogrammkarten. Ich unterschreibe die auch alle händisch. Also jeder, die du jetzt da bekommst zu jeder Bestellung gratis dazu jetzt als Black Friday Aktion, ist doch meine Hand gegangen. Die war jetzt hier auf meinem Tisch und war jetzt auch hier in diesem Video mit meinem Stift. Also ich hoffe, du findest dir was Schönes und ich hoffe, du hast einen schönen ersten Advent. Und dann sehen wir uns gerne in einem der nächsten zwei Videos, die hier sind. Also da jetzt gleich weiterklicken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Kostenlos abonnieren nicht vergessen und bis dann. Tschüssi.